Hier an der Isar haben wir eine Verabredung mit Björn Kern, einem jungen Autor, der sich mit dieser ganz neuen Art von Generationenkonflikt beschäftigt. Die Leiden der Kinder an der 68er Elterngeneration, die weder erwachsen noch alt werden will. Der Vater in Kerns Roman kann es nicht lassen, seinem Sohn vorzuführen, dass er der Potentere ist. Modisch, sportlich und in Bezug auf die Frauen. Titel: Das erotische Talent meines Vaters. Herr Kern, erotisches Talent, was ist das? Erotisches Talent ist ganz viel. Zum einen tatsächlich das, was man spontan damit verbindet. Das ist schon so eine Anziehung zwischen Mann und Frau und die taucht auch immer wieder in einigen Stellen in dem Buch auf. Aber es geht natürlich auch weit darüber hinaus. Also da ist dieser lebenslustige Vater in meinem Buch, dieser Jakob, der gerne trinkt, der gerne isst, der gerne feiert. All das macht, was man eigentlich eher dem Sohn zuschreiben würde. Und diese Anziehungskraft oder diese Faszination, die hat auch schon fast etwas Erotisches für mich. Also der Titel des Romans, der sehr schöne Titel, ist Das erotische Talent meines Vaters. Und vielleicht muss man doch noch ein paar Sachen erklärend hinterher schieben. Der Sohn besucht seinen Vater, ein Alt-68er, und ist so ein bisschen von der Mutter instruiert, diesen Vater auszuspionieren. Und er erlebt diesen Vater doch noch mal mit neuen Augen, hatte ich das Gefühl. Das stimmt auf jeden Fall. Also er ist wahrscheinlich tatsächlich so das schwächste Glied in der Kette, lässt sich gerne instrumentalisieren, sowohl von der Mutter, wie Sie gerade sagen, die ihn überhaupt erst an den See schickt. Schau dich doch da mal um, was treibt denn der Alte? Die beiden haben sich 2 Jahre vor Erzählbeginn getrennt, Mutter und Vater. Und es wurde ein großes Fest der Libertinage gefeiert und die Mutter verdingte sich mit ihren Liebhabern im Osten, im Ostblock, dem ehemaligen, also ging mit dem Rucksack über Land Richtung Türkei und hat über dieser ganzen Freiheit eigentlich die Sehnsucht erst richtig gespürt, wieder heimisch zu werden. Würde sehr gerne wieder zurück an den See, wo Jakob lebt, und hat den Sohn instrumentalisiert. Schau dich um, was ist da los? Und was ist los? Was ist los? Also eine Überraschung findet statt insofern, um die Frage von vorhin nachträglich zu beantworten, dass der Sohn das so extrem nicht erwartet hätte. So extrem heißt, dass der Vater also gleich mit einer Alkoholfahne ihn erstmal begrüßt, nicht vom Bahnhof abholt, obwohl das ein ganzes Stück weg ist, er mit seiner Tasche sich dort also hinschleppt, dass 2 Frauen auftauchen. Zwei Affären, so scheint es zumindest erst einmal. Die eine Frau ist so eine Freundin der Familie, die kennt der Sohn durchaus schon. Die andere Frau hingegen ist eigentlich für den Vater, glaubt der Sohn, deutlich zu jung. Und er denkt, na, das ist doch eigentlich eher meine Generation. Was will denn der Alte mit der? Die verabschieden sich dann auch zu so Gelagen in dem Turm, der eine gewisse Rolle spielt, dort neben der Villa, dem Hauptobjekt in dem Buch. Mit den Gelagen, da gibt es immer wieder dieses Getränk Juju. Ja. Was ist das? Juju. Also Juju ist eigentlich gar kein Getränk, sondern ist ja ein Zauber, ein afrikanischer Zauber. Und insofern heißt das Getränk nicht Juju, sondern Juju-Schnaps. Also ein Schnaps, dem ein gewisser Zauber innewohnt, wenn man so möchte. Und kennengelernt habe ich das tatsächlich auf einem, ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu kitschig, folkloristisch, auf einem afrikanischen Markt am Bodensee, wo ich ja tatsächlich auch mal gelebt habe. Und meine Freundin und ich, wir liefen dort vorbei und sahen Juju. Und das war die beste Stimmung auf dem ganzen Fest an diesem Stand. Und wir haben den getrunken und wir waren also 2, 3 Tage von diesem Getränk in irgendeiner Weise beeinflusst. Und es muss an diesem Juju gelegen haben. Das ist der Jungbrunnen-Schnaps. Wie ist es denn mit dem Sohn? Er ist erstmal ein bisschen neidisch auf den Vater. Er selber wirkt unglaublich spießig im Gegensatz zu ihm. Er putzt ihm sogar nach und er geht einer ganz normalen Arbeit nach, wird schlecht bezahlt. Trotzdem verändert sich seine Haltung. Aus dem Neid wird doch so ein bisschen was wie Opposition. Das ist auf jeden Fall richtig. Also das mit der Spießigkeit ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, weil es stimmt schon, also das ist natürlich auch immer mit einer gewissen Ironie versehen, wenn er da hinterher putzt. Das ist jetzt auch nicht so ganz 1:1 gemeint. Aber für mich trennt sich da Inhalt und Form. Insofern versuche ich gleich zu erklären, dass auf so einer Oberfläche der Sohn schon spießig ist. Er trägt Hemden und putzt hinterher. Für die Mutter ist das also das Anzeichen, dass ihre Erziehung gescheitert ist, weil, also wenn der Sohn schon Hemden trägt, dann ist ja nun alles verloren. Kann das überhaupt nicht glauben, weil man trägt natürlich zerknitterte T-Shirts und so weiter. Auf der Oberfläche ist da eine gewisse Sozialisierung ins Bürgerliche oder so etwas. Aber dahinter, also wenn man schaut, wie er sich verhält,
ist er eigentlich derjenige, der viel mehr, habe ich den Eindruck, als der Vater die Ideale von 68 lebt. Also er ist sozial, er hört zu, er nimmt den anderen als anderen wahr und schaut hin und hat nicht vorverurteilt, macht sich nicht lustig, ist nicht der Ironisierende, nicht der Zynische, sondern geht einfach mit offenen Augen und Ohren dahin und schaut und hört, was passiert da, was ist mit diesen Frauen, was ist mit meinem Vater. Kommen wir noch mal auf die Form zu sprechen, die ist nämlich auch sehr auffällig. Also gerade die Schnitttechnik ist auffällig. Wollen Sie dazu was sagen? Ja, ich habe das Ganze angelegt gehabt als tatsächlich nur ein Kammerspiel. 3 Tage, ein Wochenende, Bodensee und dann waren so, 150 Seiten fertig und ich merkte, das ist jetzt wirklich zu karg. Also es spricht ja nichts gegen Verkürzung und Verknappung und harten Stil und so weiter, aber das brauchte noch ein bisschen mehr Fleisch dazu. Und dann gab es tatsächlich einige Rückblenden, als die Familie, diese 3, Vater, Mutter und der Philipp, noch als Familie auch lebten. Es gibt Rückblenden auch privat von Philipp nach Berlin, wo er als Pfleger eben arbeitet, also tatsächlich der einzigen ernsthaften Tätigkeit dort nachgeht. Während alle nur feiern und trinken, ist er derjenige, der wirklich aufsteht morgens bzw. abends. Er hat viele Nachtschichten in einem Heim für psychisch kranke und überhaupt betreuungsbedürftige Menschen und hat dort dann, das ist wiederum eine 3. Rückblende, auch gerade noch seine Freundin verloren. Also da verspottet ihn der Vater dann wieder. Naja, du kriegst ja nicht mal auf die Reihe, da mit deiner Frau klarzukommen. Also spiel dich mal hier am See nicht so auf. Und das greift dann, glaube ich, erst so im letzten Drittel des Buches alles zusammen. Eine Abschlussfrage. Hat Ihr Vater das Buch gelesen? Mein Vater mit Nachnamen Kern, oder wie privat meinen Sie das jetzt gerade? Das meine ich genau so privat, weil das werden Ihnen ja, Ihren Vater, bestimmt einige fragen. Ja, ich hoffe, er sieht das jetzt, wenn das dann gesendet wird. Mein Vater hat das Buch gelesen, er ist total begeistert davon und findet sich aber überhaupt nicht darin wieder. Vielen Dank. Sehr gerne.